früh. Hey, Rob hier. Nochmal. Hey, Rob hier. Hey, Rob hier. Heute gibt's ein neues Frage-Antwort-Video. Zum letzten Frage-Antwort-Video ist es ein bisschen was her. Das letzte war Ende 2018. Wow. Ich wollte zwischendurch auch schon mal eins machen. Allerdings kam nur eine einzige Frage rein und ja, damit kann ich kein ganzes Video füllen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, versuche ich es nochmal. Ja, und jetzt wurde ich wirklich mit Fragen überhäuft. Und das finde ich super, denn ich liebe euer Feedback. Von daher auch unter sämtlichen anderen Videos von mir könnt ihr sehr, sehr gerne Kommentare lassen. Zum Beispiel, das und das gefällt euch nicht, sagt es mir. Das und das könnte ich verbessern, sagt es mir, weil ich liebe Feedback. Damit kann ich am meisten arbeiten und damit werden auch die Videos besser. Was für euch wiederum auch das Beste ist. Na dann, wollen wir nicht lange reden, fangen wir an. Cookie braucht Luft. Prinzipiell ja, ist ja auch luftgekühlt. Ha! Ja, Luftfahrwerk wäre mega geil. Gibt es nur leider keins mit TÜV. Anfertigen lassen kostet ein bisschen viel. Von daher, TR Technics, wenn ihr das seht, ihr wisst Bescheid. Ne? Hast du Pläne für einen Motorswap? Ja. Ja. Zwei Pläne. Erstens den Twin Air Motor von Fiat. Zwei Zylinder. Klingt 1:1 wie der Motor von damals. Sprich wie von Cookie oder dem Fiat 500. Von daher, soundtechnisch würde es nicht auffallen, nur eben an der Leistung. Allerdings müsste man da die ganzen Motorhalter und so weiter selber rausfinden, passt das Getriebe, dies, das, das und so weiter. Problematisch. Dann die andere Idee wäre vom 1,2 Liter Punto, der wo ich gerade drin sitze, den 8V-Motor einzubauen, zum Beispiel. Weil da gibt es schon Motorhalterungskits, Getriebeadapterkits, alles mögliche. Dieser Umbau wurde so oft gemacht, dass es der gängigste Umbau für den 126er ist. Die Frage ist nur TÜV, weil das haben alle in Polen gemacht, aber nicht hier in Deutschland. Ich bin mit meinen Kollegen schon mehrfach das Thema durchgegangen. Ich glaube, das Hauptproblem wird die Abgasnorm sein. Sprich, wo setze ich den Katalysator hin, wo dies, das, das und das. Weil ich glaube, beim Motorswap darfst du die Abgasnorm vom zu verbauenden Motor nicht verschlechtern. Das ist auf dem kleinen Platz beim 126er bisschen problematisch. Aber das sollte man schon hinkriegen. Wann wird Cookie weiß? Was sagst du zu dem 126er, der bei der Bild Hot Wheels Verlosung teilgenommen hat? Ja, mega geil. Es geht um den grünen 126er von Patrick Horny, der bei den Hot Wheels Legends mitgemacht hat. Somit haben wir den ersten Platz und Sieger. Patrick, Glückwunsch! Ja, sehr geil. Sehr gut. Glückwunsch, Mann. Mega geil. Mega, oder? Der Pokal. Sieg. Legends Tour Germany. Sieger. Und auch eine passende Jacke natürlich. Die ziehst du jetzt immer an, wenn du mit dem Fiat fährst. Immer. Gar kein Problem. Lieben gerne. Sehr gut. Hauptsache mit der tollen Klimaanlage. Ja. Und ich finde den mega geil. Patrick Horny habe ich auch damals auf der Essen Motorshow letztes Jahr live kennengelernt. Mega sympathischer Typ. Und kleines Insiderwissen: ich habe ihm meine Dreiecksfenster verkauft und die sind jetzt bei einem seiner Wagen verbaut. Ich weiß jetzt nicht, ob beim gelben oder beim grünen. Definitiv ein Stück von Cookie lebt jetzt in seinem Wagen. Ziemlich cool. An der Stelle Grüße! Was hast du noch am Mini Fiat vor? Vieles. Erstens Motorumbau, dann Käfig bzw. Überrollbügel, Hosenträgergurte,
generell Schalensitze und dann definitiv, wenn ich mal eine Werkstatt finde, die das bei Oldtimern hinkriegt, vor allem im 126er, eine ordentliche Achsvermessung, weil das hat der bitter nötig. Folie lasse ich erstmal weg, weil ich finde, jetzt gerade so komplett clean in schwarz, sieht schon geil aus. Sehr geil. Ja, also Pläne kommen immer was dazu. Dann habe ich vielleicht noch vor, eine Katzentreppe zu montieren, alles Mögliche. Wie man merkt, es kommen immer irgendwelche Sachen noch dazu. Also keine Sorge, da kommt noch was. Deine Top 3 Instagram-Seiten, welche man folgen sollte. Team Alfila, Italo Nation und natürlich Team Socket Racing für diese wunderschöne Frage. Kommen für dich nur Italy Cars in Frage? Nein, nicht nur Italy Cars, keine Sorge. Ich bin ein generell markenoffener Typ, das merkt man auch im Podcast von Italo Life von Chris. An dieser Stelle ein kleines Shoutout nebenbei. Ja, ich finde, von jeder Marke gibt es mindestens ein geiles Auto, was ich gerne hätte. Das Problem ist leider auch, wenn ich irgendwann den Punto verkaufe, womit ich schon mit dem Gedanken spiele irgendwann, wüsste ich nicht, was ich mir danach holen soll, weil es gibt so viele geile Autos. Und das ist das Problem, wenn man markenoffen ist. Man kann sich eben nicht entscheiden. Was ist dein Traumauto? Ja, viele. Im Moment schwärme ich für den Porsche 944, den Fiat 125 Samantha, den Tommaso Pantera, Opel Manta, Volvo 850 war das, Ford Capri, ein klassischer 6er BMW, Opel Rekord C Coupé. Schwierig. Was machst du, wenn du nicht am Auto schraubst? Wenn ich nicht am Auto schraube, mache ich meistens Filme. Ich gehe auch auf die Makromedia in Köln. Dort studiere ich Filmdesign, damit ich meinen Schnitt verbessern kann, damit ich meine ganzen Ideen für Regie zum Beispiel auch noch verbessern kann, damit ich euch irgendwann besseren Content bieten kann. Ja, was machst du beruflich? Also jetzt studiere ich gerade Filmdesign in Köln. Aber nebenbei habe ich einen Kamerajob in der Eifel bekommen bei einer Firma, die ich sehr, sehr mag. Ich weiß noch nicht, ob ich offen darüber sprechen darf, aber ich bin sehr gehypt und sehr, sehr happy darüber. Und das ist durch den Italo Life Podcast entstanden. An der Stelle nochmal ein riesengroßes Danke an Chris. Nämlich habe ich in dem Podcast darüber geredet, dass ich gerne bei einer Firma unterkommen würde, in der ich beide meine Hobbys verbinden kann, sprich Autos und Filmschnitt. Ja, und ein paar Tage später gab es dann eine Rückmeldung. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das zieht, aber mega. Also ich bin super gehypt und ich durfte schon ein paar Mal da schon drehen und es macht mega Bock. Hast du noch andere Autos? Ja, den Fiat Punto Evo jetzt gerade und Cookie. Ich denke darüber nach, dass ich jetzt nächstes Jahr einmal den Punto komplett nochmal auf links drehe, nochmal richtig schön ordentlich mache, weil das Ding ist, als Daily hat er ein bisschen kleine optische Mängel. Technisch ist er im Top-Zustand, wirklich, nur optisch muss ich noch was machen. Dann setze ich mich nochmal richtig schön dran, poliere dann richtig auf, gib ihm die Liebe, der er braucht. Und dann wird es wahrscheinlich das letzte Jahr für Evoli sein, bevor ich ihn dann verkaufe und dann mir was Neues hole. Mal sehen, was das sein wird. Ich bin gespannt. Wie kommst du genau zu dem Modell? Nun ja, ich bin ja unter anderem auch in Polen aufgewachsen. Immer im Urlaub bin ich zu meiner Oma nach Polen gefahren. Und in Polen gab es die 126er Fiat halt eben wirklich wie Vögel bei Hitchcock auf dem Telefonmasten. Und wirklich an jeder Straßenecke standen 126er.
Und das war immer so ein kleines Sympathieobjekt, immer so belächeltes Auto, nie hundertprozentig ernst genommen. Stand halt da, war lustig. Jedes Mal, wenn man ihn gesehen hat, hat man ein Lächeln im Gesicht gehabt. Ja, und dann irgendwann wurden die immer, immer seltener. Und dann 2012 hatten wir die Debatte im Haus, ja, was wird dein erstes Auto sein? Und ich so, ja, der 126er wird seltener. Ich hab Bock auf den 126er. Erst war still im Raum, dann Gelächter und dann wieder Stille, als es hieß, dass ich es ernst meinte. Ja, so kam es dann zum 126er. Ist der 126er ein Shootingstar auf Treffen oder laufen die Fotografen immer vorbei? Shootingstar, das, wenn ich das so sagen würde, selber finde ich es ein bisschen Eigenlob. Ich merke nur, dass die Leute stehen bleiben, sich den Wagen gerne angucken, ab und an mal Fotos machen. Aber Shootingstar würde ich jetzt nicht sagen. Es ist halt eben was anderes, das sieht man ja auch nicht täglich. Ja, aber so ein Wagen im Mittelpunkt würde ich ihn jetzt nicht sehen. Wie reagieren die Leute auf dein Auto? Ach, ich kann von einem Kind erzählen jetzt letztens. Ich war Fotos machen an einer Graffiti-Wand mit dem 126er und dann kam wirklich so ein kleiner Assi entlang. Also, er kam rüber wie ein Assi, war er aber nicht. Hey, ist das das Auto von Mr. Bean? Ja, ist auf jeden Fall, denke ich mir so, cool, er kennt Mr. Bean. So, du, nee, ist aber ähnlich, kann ich dir sagen. Ah, okay. Was hast du denn daran gemacht? Ja, jetzt letztens habe ich ihn neu lackiert. Welche Farbe hat der vorher? Der war blau. Ah, blauer Auto, also das Opferauto von Mr. Bean. Ey, ich muss mich so zurückhalten, dass ich nicht jetzt plötzlich loslache. Ah, das war mega geil. Warum Fiat? I don't know. Macht halt Spaß. Bekommst du oft Hate, weil du Fiat fährst? Nein, gar nicht. Wie viel Geld hast du schon in Cookie und deinen Punto gesteckt? Cookie würde ich so sagen um die 3000 Euro. Punto würde ich sagen 1000. Und das wird noch mehr. Wo bekommst du die Teile für den 126er her? Es gibt wirklich genug Online-Shops, da bin ich wirklich froh, dass die Teileversorgung beim 126er ideal ist. Du kriegst sie wirklich an jeder Ecke. Und wenn du einen Teil nicht findest, guckst eben bei eBay Kleinanzeigen, da findest du es da. Easy! Hast du schon mal an ein neues Projekt gedacht? Wenn ja, welches Auto wäre das? Täglich. Ich habe extrem viele Ideen im Kopf, was Projektautos angeht. Ich lasse einfach mal ein paar Bilder durchlaufen. Was der nächste Wagen wird, weiß ich nicht. Definitiv, ich habe Ideen. Welche Events stehen dieses Jahr noch an, falls Corona dir keinen Strich durch die Rechnung gemacht? Ja, doch, morgen steht ein kleines Event an. Morgen fahre ich zum Unterholz von Van de Schnee Autosport und ja, das wird super. Gehst du ohne Pokémon ins hohe Gras? Doch, natürlich gehe ich mit Pokémon ins hohe Gras. Ich meine, ich habe ja schließlich Evoli. Jo, das war die diesjährige Fragerunde. Ich glaube, wenn euch das gefallen hat, können wir das öfters machen. Stellt mir einfach ein paar Fragen. Ich bin sehr, sehr offen dafür. Ich fand es super cool, dass es diesmal so viele Rückmeldungen gab. Sehr, sehr gerne. Das macht für mich immer wieder Bock. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Kommentar darunter. Und vielleicht, wenn euch das Video gefallen hat und generell mein Content, dann könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Dann erfahrt ihr auch später, was es vielleicht für ein neues Project Car gibt. Jo, ich fahre jetzt zur Uni und in dem Sinne, bye!